Moin Moin und herzlich willkommen hier zu UTD. Das ist eine Funmap in Warcraft 3 und ich habe mir die Jessie dazu geholt. Stimmt gar nicht. Ich bin nicht da, ich tue nur so. Ja, genau. Hey Leute. Hi. Und der Jo ist diesmal nicht mit dabei, denn wir wollen ja zum zweiten Mal euch eine unserer Lieblings-Tower-Defense-Maps zeigen. Und warum das so ist, ja, gucken wir einfach mal rein ins Spiel. Ja, Jesse, du kannst ja mal so grob erzählen, worum das geht hier. Also, wir müssen uns zuerst einen Bauarbeiter suchen. Dann suchen wir uns ein bis zwei Elemente raus, um unterschiedliche Tower zu kriegen. Ist halt ein Tower Defense. Und dann müssen wir einen Tower bauen und die gegnerischen Wellen erledigen. Ja, ich klicke mich hier mal kurz durch die ganzen Optionen durch. Wir werden im Laufe der Zeit euch erklären, was wir hier alles eingestellt haben, beziehungsweise was das hier alles für Details sind. Ich kann nur sagen, das Spiel ist sehr, ja, tiefgehend, viel Micromanagement, viel Möglichkeiten, was man hier so machen kann für WC3, muss man dazu sagen, und für Tower Defense. Geben nochmal schnell unser Code ein, denn am Ende des Spiels kriegt man quasi Erfahrungen, je nachdem wie weit man gekommen ist, und kann auch leveln. Und dann kriegt man einen Code und den muss man dann wieder beim Start eingeben und kann somit sich neue Helden freischalten, beziehungsweise neue verschiedene Bauer, also Turmerbauer. Und ich nehme mir gerne hier den Panda. Ich blende noch einmal ganz kurz. Rechts seht ihr ja, was seine Fähigkeiten sind. Ich gehe da dann aber auch im Spiel nochmal drauf ein. Und damit wir jetzt nicht so lange Vorbereitungszeit haben, überspringen wir den Timer. Achso, hier, den Turm lege ich mir auf die 2. Und ja, jetzt wen hast du ausgewählt? Auch den Panda oder hast du einen anderen ausgewählt? Ich habe den Panda ausgewählt, genau. Vergesst nicht, deine Punkte zu setzen bei dem Typen hier. Da muss ich bei auch noch gleich dran denken. Ja, denn man kriegt mit seinen Leveln, die man hat, die am Anfang gezeigt wurden, ich habe Level 20, damit auch 20 verschiedene zusätzliche Verbesserungen. Das heißt, umso häufiger man diese Map spielt, umso weiter kann man auch kommen in diesem Spiel. So. Mhm. Jetzt können wir unsere Elemente auswählen. Genau. Ich fange mal an mit Eisen und Darkness. Da setzen wir mal unsere ganzen Bücher rein, die wir hier oben haben. Ich glaube, jetzt können wir keine mehr verwenden. Nee, wir brauchen 22 für die nächste Stufe. Und würfeln uns mal per Zufall ein paar neue Tower aus. Wir spielen das Ganze auf einen Zufallsmoment, weil es halt sehr unterschiedlich ist, dadurch auch viel spannender ist. Weil wir nicht vorher berechnen können, welche Tower wir kriegen und auch Upgrades, macht das Ganze ein bisschen interessanter. Oh, ja. Haunted Rubble, sehr cool. Habe ich Hast mir auch genommen, war doppelter. Achso, gut. Dann nehme ich mir mal den Haunted Rubble. Ja, mach Über das. Die Einzelheiten der Tower, da gehen wir dann gleich drauf ein. Ich kann mir auch gar keinen mehr kaufen, schade. Das heißt, ich gehe jetzt mal auf meinen Held und gebe schnell mal den Zoom-Befehl ein. Damit wir ein bisschen weiter rauskommen. Ja. Von hier links, da kommen unsere Mobs. Die wandern hier den Weg lang, gehen hier einmal rundherum. Dann treffen sie sich hier in der Mitte mit den Mobs, die von Jesse hier lang gehen und spalten sich hier auf in zwei Gruppen und wandern bis ins Portal. Das müssen wir dann verhindern. Und wir haben festgestellt, wenn wir unsere Türme hier in diesem L-förmigen Bereich hier an dieser Stelle bauen und Jesse halt da in dem Bereich, da kriegen wir am besten die Mobs weg. So, jeder Turm hat halt unterschiedliche Reichweiten. Ich denke mal, ich werde meinen Tower, ja, dahin stellen. Der hier hat eine Reichweite von 900. Ich kann das mal ganz kurz zeigen, wenn man mit dem Fragezeichen hier raufklickt, sieht man hier ganz viele Stats, die erstmal uninteressant sind, aber hier den Angriffsbereich. So. Das heißt, er kriegt, wenn die Mobs hier lang kommen, in dem Fall, wir starten mit einem Boss, sehr schön. Einmal hier schon mal Schaden. Und dann hier und da, da überschneidet sich das auch. Jetzt und ich haben ja auch den gleichen Turm gewählt. Ja. Der hat, glaube ich, als Nebeneffekt, dass er die Gegner etwas verlangsamt. Oder hat eine Chance von 15%, sich zu verlangsamen. Außer bei Bossen. Da wir jetzt direkt einen Boss bekommen haben, natürlich super. Aber um es mal grob zu sagen, wir müssen hier in diesem Bereich müssen die Mobs ungefähr ein Drittel ihrer Leben verlieren, damit wir es am Ende auch schaffen, sie alle dann zu kriegen. Ich werde mir direkt mal hier einen neuen Turm dazu holen.
Wir sehen hier oben. Ja, ich muss mal gucken, was haben wir hier? In der zweiten Level kommt wieder ein Boss vom Typ Ork mit einer Hell-Armor. Ich denke mal, ich werde den Turm nehmen, Solar Orb, denn der sorgt dafür, der hat nämlich Energy-Schaden und Energy ist gut gegen Hölle. Denn es die unterschiedlichen Schadenstypen, zum Beispiel hier mein Haunted Rubble, der macht Moment, jetzt muss ich mal kurz gucken. Essenzschaden, der geht durch alle Rüstungen zu 100% durch. Mal kurz gucken. Konnte doch auch irgendwo sehen, was gegen was gut war, ne? Also ich weiß ja zumindest bei Energy, dass es gut gegen Hellschaden war. Weil irgendwo sah man auch, was der Turm... Also... Hm. Wo war's? Du gehst auf deinen Turm rauf, ja, dann auf Schaden und gehst dann mal mit dem Mauszeiger rauf. Da an der Seite das Fenster. Stimmt, hier. Hier sieht man auch Damage to All 100%. Wenn wir jetzt mal auf den gehen hier, Damage to Hell 180%. Also war das auf jeden Fall die richtige Wahl. So. Ja. Wir wollen uns natürlich jetzt hier oben die Tabelle auflassen, dass wir immer sehen, was für Gegner kommen. Das passt ja direkt mal zweimal Hell-Gegner. Ich kaufe mir in der Zwischenzeit nochmal ein Eisenbuch und erhoffe mir, dass hier in diesem zweiten Haus, in dem Ankömmernhaus, eine Falle kommt. Per Zufall, wie gesagt, wir haben ja alles auf Zufall eingestellt, die Türme. Und eine Falle, die dafür sorgt, dass die Gegner einmal alle eingefangen werden und für einen kurzen Moment gestunt werden. Dann können nämlich die anderen Türme ordentlich Schaden raufhauen in der Zeit. Da ist sie auch schon. Die One Trap. Yay. Sehr cool. Ich nehme die erste, die zweite ist für Jessie. So, oh, dass wir uns ein bisschen abwechseln. Ach, kein Geld. Das 1, 2, 1, 2, oder 1, 2, hier packen wir sie hin. Wir haben schon so ein grobes System, wo wir welche Türme platzieren. Wie gesagt, man kriegt nachher ein Gefühl auch dafür, was man so gut an welcher Stelle platzieren kann. Gucken wir uns das hier auch nochmal kurz an. Also hier vorne werden sie gestunt. Und hier hinten auch nochmal, denn der Turm fängt alle 15 Sekunden drei Gegner ein, in einer Reichweite von 950, macht den zusätzlich 70 Spell Damage und stunt sie für 0,5 Sekunden. Ist nicht viel, aber das ist ja auch der Grundturm und man muss dazu sagen, den kann man dann nachher upgraden, wenn das Upgrade dann auch kommt, weil wir, wie gesagt, mit Zufall spielen. Genau. Yeah, geil. Ach. Und jetzt hast du mich doch darauf hingewiesen, dass ich nochmal eine Erweiterung kaufen sollte für meine Level. Das kann man hier bei dem Keeper für wissen, das habe ich natürlich vergessen. Hm. Also erstmal sorgen wir dafür, dass wir unseren Schaden erhöhen. Willst du Plenty haben? Plenty wäre cool. Hm, Food Limit erhöhe ich auf jeden Fall. Das sorgt dafür, dass wir die maximale Anzahl an Türmen erhöhen. Und dass wir mehr Chance haben, ja, kritischen Schaden zu machen, ist natürlich auch nicht schlecht. Aber ich würde sagen, mehr XP. So. Habe ich meine ganzen Punkte für Ballard. Ah, guck mal, die Jessie hat schon mal ein paar mehr Türme gekauft, während ich am Zappeln war. Wollen wir mal gucken, was da jetzt dazugekommen ist. Ich habe Plant hier extra gelassen. Baby Plant. Ja. Und die Plant manchmal droppen die Monster auch Items, wenn sie gekillt werden, in dem Fall plus 10 Mana-Regen, die kann man dann in den Türmen platzieren. Und hier sogar noch Fläschchen, plus 0,8 Crit-Chance und 5 Crit-Damage. Das machen wir sogar, denn unsere Plant, wenn man hier sieht, ganz rechts, Attack 61 DPS, macht sehr, sehr viel Schaden und umso mehr sie levelt, umso höher wird der Schaden auch. Und bei ihr, ja, ich glaube, die hat sogar irgendwie eine Fähigkeit, dass sie mehr Erfahrung. Du bist mehr kriegt, XP, ne? Mit R. Hm? Ja. Genau. 42% XP Gain. Genau, sinkt pro Level, aber ist allerdings trotzdem geil. Und 5,5% Damage pro Level. Ja. Also wenn die levelt, dann geht's richtig ab mit ihr. Ja, ist geil. Hm. Also ich sehe auf jeden Fall, ich muss noch was gegen Masse haben. Da fehlt mir noch so ein Masse Tower. Ist da denn noch ein richtig geilen Masse Tower habe ich nicht. Ach, die Small Rocket. Hat zwar eine kurze Reichweite, aber Priester. Forschung abgeschlossen. Jo. Wir haben jetzt eingestellt, dass wir insgesamt 80 Runden hier überleben müssen. Man kann 240 Runden maximal einstellen.
Vom Schwierigkeitsgrad sind wir jetzt auf Medium. Das bedeutet, dass die Gegner schon ja am Anfang relativ einfach sind, aber nachher ganz schön anziehen. Und ich würde auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr die Karte zum ersten Mal spielt, fangt ruhig mal mit Beginner an und spielt mal so 2-3 Runden und versucht dann schon hochzugehen auf Medium. Denn ihr kriegt ja, denn wenn ihr auf Medium weiterkommt, kriegt ihr auch mehr Erfahrungspunkte. Die wiederum könnt ihr ja dann nachher hier auch wieder in den Keeper of Wisdom reinstecken und dadurch die Stats aller Türme erhöhen. Wie gesagt, also was man da an Stats erhöht, ich habe ja gesagt, ich erhöhe den Schaden, da habe ich von allen Türmen den Schaden erhöht. Und dadurch hat man auch einen Widerspielwert dieser Karte. Ja, das ist der Vorteil. Auf jeden Fall bringt richtig Spaß. Achso, ja, ich wollte hier Crit reinsetzen in die Plant. Planty. Die mehr crittet. Haben wir denn schon irgendeinen Turm, der gelevelt sind? Oh, hier. Der Turm. Solar Orb hat schon Level 4. Allerdings denke ich mal, weil wir ein paar Hellrunden am Anfang hatten. Oh. Challenge. Kann ich mir noch schnell einen Turm kaufen? Ah, nix Interessantes für mich dabei. Ne, komm. Also für mich. Die Challenge ist quasi eine ganz besondere Runde. Wenn der durchkommt, macht uns das keinen Abzug unserer maximalen Leben. Wir haben 100% Leben am Anfang. Logisch, wenn jetzt ein Gegner durchkommt, ist es abhängig, wie viel HP er hat und was er für ein Typ ist. Ich sag mal, ein Boss zieht mehr HP ab als ein einfacher Creep. Ach, schade. Fast hätten wir deinen gekriegt, denn unsere Reyesis Mob läuft ja von von da hier lang, zack, 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 und geht dann, wenn er hier angekommen ist, nach oben und meiner geht hier nach unten. Forschung abgeschlossen. Was haben wir denn hier? Fire Pit, Lesser Dark, Mossy. Ja, Mossy ist ein cooler Tower, der sorgt dafür, dass die Armor der Gegner runtergesetzt wird. Prozentual weiß ich gar nicht, wie viel. Sekunde. 0,6% für 3 Sekunden. Pro Level kriegt man halt plus 0,024 dazu und plus 0,12 Sekunden Bonus. Schöne Masse. Aber noch ist der nicht gelevelt. Also, der muss gerne mit zu Anfang stehen, dann levelt er auch gut. Weil er ist einfach auch sau schwach. Er macht jetzt einen Schaden von 15 bis 35. Das interessiert die fast gar nicht mehr. Ja, was haben die an Leben? Oh, jetzt habe ich es gar nicht gesehen. 143. Ah, gut. Aber es ist immerhin, er nimmt ja die Verteidigung, also die Arme runter. Und das sorgt ja auch dafür, dass die Gegner mehr Probleme haben. Klar. Ich bin jetzt gerade am Überlegen. Ich denke mal, ich werde mir noch ein zweites Hunted Rubble hier hinsetzen. Denn jetzt haben wir den hier in die Mitte. Setzen wir den hier hin. Denn man sollte nicht zu wenig Türme haben, aber auch nicht zu viel. Man muss halt immer gucken, die Upgrades nachher werden ziemlich teuer. Und das Problem ist, wenn du da jetzt auch einen neuen hinpflanzt, levelt da ja auch nicht in der Zeit. Ja, und so hast du schon mal einen Platzhalter, der ist schon mal gelevelt, hat schon mal XP gemacht, das hat immer Vorteile. Also man kann nachher die Türme hier auch ersetzen und wie Jesse das auch sagte, der levelt ja schon und das Level wird dann halt an den nächsten Turm, der da hinkommt, ob das ein Upgrade von dem Turm ist oder halt ein ganz anderer Turm. Dann rauf geht's. Oh, was haben wir denn hier? Anyway. Brauchst du irgendwas mit Mana-Recken? Ich hätte hier 10% Mana-Recken. Noch gar nicht. 15% Damage gegen Humanoide. Haben wir irgendwann Humanoide? Ja, in Runde 14. Das ist jetzt also völlig uninteressant. Ich gegen Magische, das nutze ich jetzt auch gleich mal. Willst du Ray haben? Nö, das du. Wen würde ich dann ersetzen? Ja. Den hier. Und zwar sorgt der Ray nämlich dafür, dass die Gegner ein Dot bekommen, beziehungsweise ein Buff eher, ist das richtige Wort dafür, dass wenn sie innerhalb der, innerhalb von 5 Sekunden getötet werden, eine
dass die Qualität der Items, die gedroppt werden, erhöht werden. So, es gibt halt nämlich unterschiedliche Qualitäten von Items. Bis jetzt sind das immer halt diese grauen Säckchen. Das sind dann so, ja, schlechte Sachen, die jetzt nicht ganz so gut sind, aber für den Anfang vollkommen in Ordnung. Deshalb, ich packe den jetzt einfach mal hier rein. Nachher gibt es dann auch noch ganz coole Säckchen, wo es so richtig geile Sachen gibt. Mein Lieblingsitem ist mal der Zombie-Head. Der bringt plus 75%. Unsichtbare. Oh, danke. Plus 75% Schaden dazu. Also das ist natürlich, kommt aber darauf an, wie hoch der Grundschaden des Towers ist, aber 75% des Grundschadens erhöht, ist natürlich super geil. Ist schon sehr geil. So, Unsichtbare, da müssen wir mal mit unseren Helden in der Nähe bleiben. Es gibt zwar auch spezielle Türme, die unsichtbare Einheiten aufdecken können, aber die hat nicht jedes Element im Angebot. Und auch einer der Anfangshelden hat die Fähigkeit, dass die Türme dauerhaft Two-Side haben, also dass sie dauerhaft die Unsichtbaren sehen. Dem würde ich auch empfehlen. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, aber der ist in dem ersten Heldengebäude, wo ihr die Helden auswählen könnt am Anfang. Man muss das zweite Heldengebäude auch erst freischalten, also das kriegt man nicht von Anfang an. Den Baum? Ja. Den Annoyed Tree. Ja, ich hole mir Book of Force, denn das erhöht nämlich meine Forschungspunkte. Und was auch wichtig ist, immer zwischendurch dran denken, die Forschungspunkte hier oder diese Bücher zu investieren. Denn umso höher die Bücher sind, umso bessere Türme kommen auch nachher in dem Rarity und Uniqueness aus. Ja, die kommen aber erst später. Das ist davon abhängig, wie weit wir mit den Leveln generell sind. Ja, also es ist jetzt nicht so, wenn wir könnten jetzt auch sagen, pass auf, wir stecken alles in ein Element und haben dann nicht am Anfang Level 2, sondern Level 4. No. Und nachher schnell Level 5 und 6. Deshalb kommen trotzdem nicht nachher die Unique Tower schon in Runde 5 oder 6. Die kommen schon dann, wenn sie kommen sollen. Aber die Chance, dass jetzt zum Beispiel ein Upgrade kommt für einen Turm oder sowas, das ist auf jeden Fall höher. Ja, korrekt. Das ist immer... Und noch die ganzen Anfangstürme hier. Ja, Tower of Fortuity. Fortuity. Ja, der ist ganz cool. Zweite. Der macht sehr viel Schaden. Aber hat, keine Ahnung, ich glaube eine Chance von 30% oder 35%, dass er einen Treffer nicht beim Gegner daneben landet. Also daneben haut, ja. Oh. Diese Gegner sorgen dafür, dass unsere Türme kein Gold machen, dafür aber Erfahrung. Und zwar um 300% mehr im Gegensatz zur normalen Erfahrung. Sieht man halt, die gerade eben haben 2,5 gebracht. Das sind immer die kleinen netten grünen Zahlen, die hier aufkreuzen. Und der hier bringt jetzt 7,5. Bei mir jedenfalls. Weiß nicht, was bei dir steht. Ja, 6,6 war jetzt hier eben. Kommt auch mal drauf an, was du jetzt für einen Turm hast. Ich glaube, es gibt ja auch den Türme, die nochmal diese die Erfahrung erhöhen. Genau, und ich habe die Erfahrung auch durch den Keeper of Wisdom erhöht. Small Natural Defender. Na, ist das nicht der Baum, den du schon stehen hast? Nein. Den würde ich mir sonst gerne holen. Mach das. Und ich ersetze mal... Was für eine Reichweite hat er? 875. Ja, also alles unter 900 würde ich auf jeden Fall hier in dieser Reichweite platzieren. Es sei denn, es ist ein ganz spezieller Tower, den man auch mal hier hinten platzieren kann. Man kann ihn auch hier platzieren, aber ja, da verliert man schon an Reichweite. Was, ich setze ihn mal hier hin. Das ist cool, der hat nämlich einen Essenzschaden, das heißt, der geht durch alle Rüstungen 100% durch. Das sind immer die schönsten Tower. Im Regelfall. Weil das ist scheißegal, welche Rüstung wir haben. Genau, beziehungsweise unsere Gegner an Rüstung haben. Die geht durch. Das heißt, ich werde jetzt auch mal gucken, wie das bei mir aussieht, was ich vom Schaden her mache. Ach ja, hier war das ja. Ich habe einmal Decay. Das war Essenz. Das war, glaube ich, auch. Also, die zwei sind Decay. Das war Energy. Und das war auch Essenz und das ist Physical. Das heißt, was fehlt mir denn noch so? Wollen wir mal in den Häusern gucken? Elemental zum Beispiel. Elementschaden müsste ich auf jeden Fall nochmal dazu holen. Und vielleicht noch einen physischen. Um halt auch gegen alle Gegnerarten
gleich viel Schaden oder ordentlich Schaden machen zu können. Genau. Ist sehr wichtig hier. Abgeschlossen.